jetzt bei RFH aktuell am Donnerstag. Das sind unsere Themen heute. Jahresempfang der Blütenstadt. Auszeichnung für den Geschäftsführer der Harzer Mineralquellen. Die Macher von hier. Die BUKU-Wählervereinigung möchte mitbestimmen. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Nach dem positiven Saisonabschluss am vergangenen Wochenende folgt nun der nächste Höhepunkt der Saison. Das Finale des Sachsen-Anhalt-Pokals. Im Endspiel treffen die Domstädter auf niemand Geringeren als den Halleschen FC. Der Drittligist möchte sich auf keinen Fall die Butter vom Brot nehmen lassen. Also ist für eine spannende Partie auf jeden Fall gesorgt. Klar ist aber, dass es ohne die Halberstädter Fans schwer wird für den VfB Germania. Seien Sie also am Samstag, den 25. Mai, mit dabei, wenn um 16.15 Uhr im Friedensstadion in Halberstadt zum Finale des Sachsen-Anhalt-Pokals angepfiffen wird. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Jahresempfang der Blütenstadt. Auszeichnung für den Geschäftsführer der Harzer Mineralquellen. Nicht zum Neujahrsempfang, sondern zum Jahresempfang luden der Blankenburger Stadtrat und Bürgermeister Heiko Breithaupt auf das große Schloss ein. Im Mai, im schönen Monat. Ja, wir haben viel auf den Weg gebracht. Das, was wir jetzt sozusagen vor uns haben und im letzten Jahr auf den Weg gebracht haben, das ist zum Beispiel der Bau unserer neuen Turnhalle im Regenstein mit 2 Millionen Euro Investitionsvolumen. Dann freuen wir uns, die Herzogstraße beginnen zu bauen. Wir haben also umfangreiche Baumaßnahmen und natürlich hier, wir befinden uns im großen Schloss, dass wir unser touristisches Entwicklungskonzept für die Schlösser und Gärten in Blankenburg auf den Weg gebracht haben. Und das wird unser Handlungsleitfaden für die nächsten Jahre sein, nämlich als Stadt der besonderen Orte. Sie haben es gesagt, hier im großen Schloss in Blankenburg werden wahrscheinlich noch Ihre Nachfolger viel zu tun haben. Was möchten Sie denn aber in den nächsten 12 Monaten fertigstellen? Naja, ich glaube und hoffe, dass ich viel von dem, was noch an Aufgaben bevorsteht, mit begleiten kann, in welcher Funktion auch immer, aber möglichst als Bürgermeister. Wir sind gerade am Verwalterhaus und decken dort das Dach neu ein. Und dann geht es tatsächlich so langsam auch in den Innenausbau. Und dafür ist es wichtig, wo wir später hinwollen. Also es bleibt jede Menge zu tun. Was wünschen Sie denn den Blankenburgern für die nächsten 12 Monate? Den Blankenburgern wünsche ich vor allem Glück und Zufriedenheit und dass sie positiv in die Zukunft schauen. Viel hat sich in den letzten 30 Jahren seit der politischen Wende hier bewegt und wir haben ganz engagierte Menschen, die auch noch viel bewegen wollen, sei es in der Gesellschaft, im Sport oder eben auch jetzt gerade vor den Wahlen in der Politik. Zu den Ehrengästen zählten Landesbischof Dr. Christoph Mainz und Innenminister Holger Stahlknecht. Grundlage, meine Damen und Herren, für Freiheit ist Frieden. Und Europa ist ein einmaliges Friedensprojekt und Objekt. Und gerade auf unserer historischen Verantwortung und der Erfahrung, die wir alle haben, was passiert ist, kann man nur proeuropäisch denken und muss den Europaskeptikern ins Wort reden, weil Europa, meine Damen und Herren, ist die Grundlage dafür, dass wir unser Leben individuell in Freiheit gestalten können und in Frieden leben. Und das wünsche ich mir für nachfolgende Generationen. Herzlichen Dank. Zum ersten Mal wurde dann ein Unternehmer-Ehrenpreis der Stadt verliehen. Andreas Ebert, Chef der Straßen- und Tiefbau GmbH, hielt die Laudatio für den Preisträger, der die Harzer Mineralquellen 1997 erwarb und sich auf dem Markt behaupten konnte. Jetzt sogar noch in eine neue Halle investiert und durch seine umfangreiche Sponsorentätigkeit die Region unterstützt. Sichtlich bewegt nahm Ralf Weitemeier als erster den Ehrenpreis für Unternehmer der Stadt entgegen. Ein Unternehmen läuft nur, wenn alle zusammenarbeiten und wir gemeinsam die Ziele erreichen. Und dafür nochmals mein Dank hier
besonders auch an meine Mitarbeiter und vor allem meine Familie, darf ich nicht vergessen, meine Frau natürlich und meine Tochter Ricarda, die ja nun das Unternehmen übernehmen wird in Zukunft. Und ja, es gibt noch viel zu tun, es sind riesen Herausforderungen, die vor uns stehen, aber wir haben es gepackt und sind in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen. Und mit dieser neuen Investition, wie eben schon gesagt wurde, legen wir natürlich hier auch für die Zukunft noch einen Meilenstein in Blankenburg. Und wenn man überlegt, wo wir hergekommen sind, damals 1990, als wir angefangen haben, hatten wir ca. 10 Millionen Füllungen und heute liegen wir bei fast 90 Millionen Füllungen im Abverkauf. Da sind wir wirklich schon sehr positiv aufgestellt. Und ich möchte auch sagen, gerade die Marke Blankenburger Wiesenquell trägt ja auch dazu bei, dass die Stadt Blankenburg überall, wir liefern ja bis nach Berlin hoch, bis nach Hamburg mittlerweile, in den Raum Göttingen, bis nach Rostock. Damit machen wir natürlich auch für die Stadt Blankenburg sehr viel Werbung. Und das ist natürlich auch eine Grundlage, dass hier in Blankenburg vieles auch hoffentlich positiv weitergeht. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über den Preis. Nochmals vielen Dank. Dann folgte die Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung durch flotte Rhythmen vom Happy Groove Orchestra. Und zu Ihrer vorigen Frage, keine Sorge, dafür gibt es Hausbesuche. Mausbesuche? Klar, das geht auch in der Reha. Rehare? Und für die erste Zeit danach hat er ja dann die Gehhilfe. Eine Gehhilfe, die Papa überall hinbringt. Und das macht alles die AOK? Wie auch immer Sie sich gesund werden vorstellen, wir beraten Sie gern. AOK, die Gesundheitskasse. Ihre Kandidaten zur Europawahl 2019. RFH ist verpflichtet, Wahlwerbung auszustrahlen. Für den Inhalt der Spots sind ausschließlich die Parteien verantwortlich. Europa geht uns alle an. Mein Name ist Sven Schulze. Seit 2014 vertrete ich Sachsen-Anhalt im Europäischen Parlament. Dabei stehen die Interessen unseres Bundeslandes für mich an erster Stelle. Ich möchte ein bürgernahes und kommunalfreundliches Europa. Nicht jede Aufgabe in ist auch eine Aufgabe für Europa. Noch gibt es einiges, das wir besser machen können. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Der europäische Binnenmarkt und der Euro schaffen Arbeitsplätze und sorgen für Wohlstand. Auch unsere Heimat, unsere Städte und Gemeinden sowie die Menschen, die hier leben, profitieren erheblich von der Europäischen Union. Mit Ihrem Kreuz bei der Europawahl haben Sie es in der Hand. Die CDU setzt bewusst auf Kandidaten aus Sachsen-Anhalt. Eine Stimme für die CDU ist also eine Stimme für unsere Heimat. Europa geht uns alle an. Und deshalb bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Wählen Sie mich als Sachsen-Anhaltsvertreter hier ins Europäische Parlament. Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass die Anliegen unserer Heimat, Ihre Anliegen, in Europa gehört werden. Wählen Sie am 26. Mai Sven Schulze und die CDU.
Die Macher von hier. Die BUKU-Wählervereinigung möchte mitbestimmen. Am 26. Mai sind die Deutschen aufgerufen, ein neues Parlament für Europa zu wählen. Doch dies ist nicht die einzige Wahl an diesem Tag, denn es finden in Sachsen-Anhalt auch Kommunalwahlen statt. Dafür haben sich mehrere Dutzend Parteien angemeldet und hoffen zukünftig auf einen Sitz im Stadtparlament oder im Kreistag. Auch viele kleine Parteien wie die BUKU sind mit dabei. Diese vertritt nicht die große Politik, sondern hat sich in ihre Satzung nur lokale und regionale Aufgaben hineingeschrieben. Genau genommen ist BUKU auch gar keine Partei, sondern eine Wählervereinigung, die als Verein organisiert ist. BUKU ist übrigens die Abkürzung für Bürger unseres Kreises ohne Parteibuch. Etwas mehr als 40 Mitglieder engagieren sich so seit Jahren für die Politik im Halberstädter Stadtparlament oder im Kreistag. Jeder von ihnen arbeitet dabei ehrenamtlich für den Verein. Ja, ihr seid alle ehrenamtlich, ihr bekommt dafür kein Geld und die meisten arbeiten ja noch, sind sehr aktiv überall, auch in ihrem Beruf. Warum engagiert man sich da noch politisch? Ja, weil man heimatverbunden ist. Ich persönlich bin seit 1998 im Ehrenamt, habe immer dabei noch nebenbei gearbeitet. Jetzt bin ich im Vorruhestand und kann noch mehr Zeit auch für das Ehrenamt aufwenden. Aber Ehrenamt ist eben nicht bezahlbar und es kann auch keiner bezahlen, weil einfach, wenn man nicht für seine Region steht, für seinen Ort, für seine Heimat, dann gibt es keine Heimat mehr bald. Was ist denn die Motivation, in so eine kleine Bürgerpartei einzutreten und nicht in eine große? Ja, das ist ganz schnell gesagt. Wir sind unabhängig und nur dem Bürger verpflichtet. Und das ist eigentlich das Wichtige. Also dem Bürger und damit unserem Wähler und keinem anderen. Und das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, dass man nicht auf irgendeinen Parteienstrategien, die in Magdeburg oder in Berlin geregelt werden, dass wir darauf nicht Rücksicht nehmen müssen, sondern wirklich nur unseren Wählern, unseren Bürgern gegenüber pflichtig sind und sonst keinem. Obwohl die Partei nur etwas mehr als 40 Mitglieder zählt, sind hier Profis am Werk. Denn mit dem ehemaligen Halberstädter Landrat Henning Rühe sowie zahlreichen Bürgermeistern und der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Vorharz, Ute Pesselt, ist die fachliche Kompetenz in der BUKU sehr hoch. Alle verfolgen dabei nur ein Ziel, die Städte und den ländlichen Raum in der Harzregion für die Menschen, die hier leben, zu stärken. Ja, erstmal, was ist denn BUKU ganz genau? BUKU ist eine Wählervereinigung von Bürgern ohne Parteibuch. Das sagt der Name aus. Wir haben es damals 2000 gegründet. Das war auch in der Bistumszeit, als es um den Halberstädter Bischof BUKU ging. Und demzufolge haben wir uns da ein bisschen dran geklemmt. Ihr habt ja nur 42 Mitglieder. Wie kann man denn damit Politik hier im Landkreis Harz gestalten? Man kann deshalb Politik gestalten, weil diese Mitglieder alle aktiv sind. Wir haben ja als Slogan gewählt, wir die Macher von hier, und wir sind alle aktiv in irgendwelchen Bereichen, ehrenamtlich aktiv. Also wir gehen nicht nur zu Sitzungen hin, sondern wir machen etwas, und da sind 42 Mann schon eine ganz schöne Kraft. Warum muss man denn überhaupt so eine Bürgervereinigung gründen? Ich gehe davon aus, dass manch Bürger auch parteienmüde ist. Und der Bürger muss eine Alternative haben. Die muss nicht im Namen der Partei stehen, sondern das kann auch eine Alternative sein als Wählervereinigung. Und wir wollen solch eine Alternative vor Ort sein. Jetzt seid ihr ja schon auch längere Jahre im Kreistag und in den kommunalen Parlamenten. Was habt ihr da genau bewegt? Also ich gehe mal nur vom Kreistag aus, wenn ich nur die letzte Wahlperiode nehme. Wir haben zum Beispiel es geschafft, dass das regionale Unternehmen DRK Quedlinburg-Halberstadt den Rettungsdienst bekommen hat. Wir haben uns darum gekümmert, dass das Theater erhalten bleibt, ganz entscheidend und ganz massiv uns dafür eingesetzt. Wir haben uns eingesetzt für die Schulentwicklungsplanung. Vor allen Dingen ging es ja darum, den Fahrplan zu gestalten, denn wenn der Fahrplan so weitergeblieben wäre, wäre das auch eine Gefahr für den Schulbestand insgesamt gewesen. Und ich möchte auch noch sagen, dass wir uns auch ganz besonders eingesetzt haben für die Sportstätten. Das ist ganz klar als Präsident des Kreissportbundes, dass ich mich dafür einsetze. Aber gerade im letzten Kreistag ging es gerade um die Sportstätten in unserem Landkreis. Und die sind Gott sei Dank nicht zum Opfer gefallen des Rotstifts. Jetzt ist ja BUKU nicht ganz alleine. BUKU arbeitet eng zusammen, auch mit anderen kleineren Bürgerparteien. Warum ist das so? Ganz einfach, weil wir uns so verständigen. Es ist die FDP ist zwar eine Partei, die mit uns mitzieht, also jetzt in der Bürgerfraktion, aber alle anderen sind auch parteilos und letztendlich haben wir über 15 Jahre mindestens schon gute Erfahrungen in dieser Zusammenarbeit gesammelt und wir ergänzen uns maßgeblich und sind auch ein wichtiger Bestandteil im Stadtrat wie auch im Kreistag. Die wichtigste Frage zum Schluss,
Was erwartet ihr jetzt von der Kommunalwahl und wo möchtet ihr gerne landen? Wir möchten überall erstmal drin sein, das ist ganz klar. Aber wir möchten natürlich auch einen Stimmenzuwachs erreichen. Wir sind mittlerweile in den Fraktionen jeweils 6 oder 7 Mitglieder. Und ich denke mal, diese Zahlen müssten wir mindestens erreichen. Auch Dennis Schmidt engagiert sich in der BUKO. Bei den Kommunalwahlen möchte er in den Stadtrat und auch in den Kreistag gewählt werden. Als Präsident des Halberstädter Traditionsvereins HT 1861 hat er viel mit jungen Menschen zu tun. Diese würde er sich auch für seine Wählervereinigung wünschen. Ja, der Präsident von HT 1861 tritt auch für die BUKO an. Da denkt man sich eigentlich, als Vereinspräsident hat man schon genug zu tun. Warum auch jetzt noch kandidieren Sie jetzt noch für die BUKO? Ja, man hat als Vereinspräsident tatsächlich eine ganze Menge zu tun. Das ist auch viel Arbeit, aber ich habe halt gemerkt, dass gerade die Anliegen mit der Jugendarbeit und auch der Sportstättenbau, dass es wichtig ist, die Anliegen, die man im sportlichen Bereich hat, auch politisch zu vertreten und sich damit einzubringen und durchaus auch einfach in der Diskussion was mit sagen kann und wichtige Argumente dort vorbringen kann. Hier in der Völkerfreundschaft, die Halle ist ja auch alt, hier haben große Spiele stattgefunden, aber sie ist auch renovierungsbedürftig. Warum ist denn nie Geld für Sportstätten eigentlich da oder meist sehr wenig nur? Ich glaube, es ist Geld verfügbar und auch ist jetzt über Förderprogramme verfügbar. Wir sind auch dran. Der Verein verfügt über zwei Sporthallen, einmal hier die Völkerfreundschaft und dann in der Wilhelm-Traut-Weinstraße noch um die Sporthalle, wo wir uns auch mal ein Stark-3-Programm mit einbringen, woraus es positive Signale gibt. Aber wichtig ist für die Stadt und da ist gerade wichtig, auch Mitglied des Stadtrates zu sein. Das geht halt nicht als von heute auf morgen, sondern das muss man langfristig begleiten, das muss geplant werden, weil die finanziellen Mittel der Stadt sind knapp und das ist wichtig, da wirklich in der Planung mit einzusteigen. Als Präsident eines großen Sportvereins wissen Sie auch, dass durch den demografischen Wandel es immer schwieriger wird, auch Jugendliche für Sportvereine zu gewinnen. In der Politik sieht es, glaube ich, noch schlechter aus. Woran liegt das eigentlich? Ja, ich glaube, es ist die Aufklärungsarbeit, die geleistet werden muss. Man muss den Kindern und Jugendlichen zeigen, dass es wichtig ist, sich einzubringen, für seine Interessen einzutreten, sowohl im Sport, sich körperlich fit zu halten und dann auch im politischen Raum, irgendwann, wenn man mitgestalten will, sein Umfeld gestalten will, muss man auch bereit sein, irgendwo etwas zu leisten, sich einzubringen in die Diskussion, immer nur darauf zu warten, dass andere für einen entscheiden, das will man ja nicht. Und da ist es besser, aktiv zu sein und das zählt sowohl für den Sport als auch für die Politik. Als Sportler muss man sich auf einen Wettkampf vorbereiten, als Partei auch. Wie weit ist da die BUKO? Ich glaube, wir sind da gut aufgestellt. Wir haben uns eine gute Planung gemacht. Wir haben einen Internetauftritt aktualisiert. Wir sind bei Facebook unterwegs, wo man gerade auch nochmal sehen kann, wofür stehen wir? Was sind unsere Ziele? Was kann man von uns erwarten? Wir haben Plakate vorbereitet, so glaube ich, dass wir da gut aufgestellt sind, auch wie im sportlichen Sinn. Wer am letzten Sonntag im Mai zur Wahl geht und die Macher von hier, so der Slogan der BUKO, wählen möchte, der findet diese auf Liste 16. Rosa Xani, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden, zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, 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 mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Ihr Elektronikpartner, seit 20 Jahren erfolgreich hier an diesem Standort in Quedlinburg. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. Die Spezialisten für Spitzentechnik mit persönlicher und individueller Beratung. Mein Service macht den Unterschied. EP Mediapark Schubinski. Ihr Partner für Haushalts- und Elektrotechnik in Quedlinburg. Welterbe, weltoffen. So das Willkommen zum Sachsen-Anhalt-Tag vom 31. Mai bis zum 2. Juni in der Welterbestadt Quedlinburg. Freuen Sie sich auf einzigartige Veranstaltungen an historischen Orten in einem der größten Flächendenkmale Deutschlands.
Das ganze bunte Programm und Informationen zur Anreise finden Sie unter www.quedlinburg2019.sat.de. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Ab dem 3. März bis zum 26. Mai wartet eine Sonderausstellung im Heiner Ahnum auf Sie. Erstmalig werden alle 15 Kranicharten der Welt gemeinsam als Vogelpräparate ausgestellt. Doch auch eine 19-teilige großformatige Fotoausstellung der Tiere wird von Carsten Linde zu sehen sein. Die prächtigen Vögel sind in Amerika, Asien, Afrika und Australien zu Hause. Eine einmalige Chance, alle 15 Arten auf einmal zu betrachten. Im Wernigeröder Bürgerpark gibt es ab dem 26. Mai eine Ausstellung zu bewundern. Die Fotoausstellung besteht aus Bildern der Volksstimme Leser. Unter dem Motto Harzblicke, Kleines ganz groß, konnten alle Interessierten ihre kleinen, aber schönen, interessanten und spannenden Entdeckungen im Harz einsenden. Eine Jury bewertete alle Einsendungen und in der Ausstellung sind hauptsächlich die jeweiligen Monatssieger zu bewundern. Wagen Sie also im Ausstellungsraum des Wernigeröder Bürgerparks einen Blick, Sie werden erstaunt sein, was der Harz alles zu bieten hat. Der älteste Chor in Wernigerode und Umgebung feiert auch in diesem Jahr den Frühling. Am 26. Mai lädt der Männerchor 1848 e.V. im Bürgerpark in Wernigerode zum Frühlingssingen ein. Nehmen Sie also ab 15.30 Uhr Platz und genießen im Ambiente des Bürgerparks die Stimmen des Chors und lassen sich auf den Frühling ein. Erleben Sie Magdeburg der 20er Jahre. Bis zum 16. Juni erzählt eine umfangreiche Ausstellung im Kulturhistorischen Museum die Geschichte Magdeburgs, einer Reformstadt der Moderne und wie sich die heutige Landeshauptstadt in den 1920er Jahren neu erfand. Harzblicke erleben mit dem City Skyliner 71 Meter über den Dächern von Wernigerode. Das können auch Sie genießen. Der derzeit höchste mobile Aussichtsturm der Welt steht bis zum 23. Juni in der bunten Stadt. Ich sehe was Schönes, ich genieße meinen Cocktail oder mein Getränk, ich lausche der Moderation und ich schwebe über den Dächern der Stadt. Das ist das Besondere am City Skyliner. Die Auffahrt mit dem City Skyliner ist täglich von 10 bis 20:30 Uhr möglich. Lassen Sie sich diese Attraktion nicht entgehen. Erfahr vor 10 Jahren. Die Schlosskaserne wird umgebaut. Blankenburg wird Garnisonsstadt, so die Regierungsentscheidung Mitte des 19. Jahrhunderts. 1848 wurde das Leibregiment des herzoglich-braunschweigischen Infanterieregimentes von Braunschweig nach Blankenburg verlegt. Rund 500 Soldaten, Offiziere und so weiter erhielten Unterkünfte in der Stadt. Der Faktoreihof, das kleine Schloss, der Waldhof sowie Privatunterkünfte waren Quartiere für die Militärangehörigen. Was fehlte, war eine Kaserne. Diese wurde erst 1860 eingeweiht. Gebaut wurde sie von dem bekannten herzoglichen Baumeister Karl Frühling.
Es folgten dann weitere militärisch genutzte Bauten wie die Reit- und Fechthalle, heutige Turnhalle in der Hasselfelder Straße, ein Garnison-Lazarett, heutiges Wohn- und Geschäftshaus in unmittelbarer Nähe der Kaserne und natürlich auch ein Offizierscasino, das ebenfalls ein attraktives Wohn- und Geschäftshaus heute ist. 1867 bis 1871 war in Blankenburg das Leibbataillon des herzoglich-braunschweigischen Infanterieregimentes, später als Nummer 92 bezeichnet. 1871 kam das 67. Infanterieregiment nach Blankenburg, das hier bis 1886 bleiben sollte. Im gleichen Jahr besuchte Kaiser Wilhelm I. die Stadt und die hier neu stationierten Soldaten. 1886 kamen dann auch die 92er zurück, allerdings blieb das sogenannte Leibbataillon in Braunschweig. 1889 wurde unter Wilhelm II. Das braunschweigische Heer auf preußisches Maß gebracht. Das bedeutete mehr Soldaten und die Uniformen waren nicht mehr schwarz, sondern blau. Die Kaserne war zu klein. Und so baute man die sogenannte Rote Kaserne, die heute als Aus- und Fortbildungszentrum des Landes genutzt wird. Die Kasernen waren 1897 dann Standort des 2. Bataillons des Infanterieregimentes 165. Das 1. lag in Quedlinburg. Bis zum Ersten Weltkrieg änderte sich an der Stationierung nichts mehr. Der Versailler Vertrag verlangte dann 1919 die Aufgabe der Kasernen und eine zivile Nutzung. Aber der Ruf einer Garnisonstadt blieb und ehemalige Militärangehörige bauten hier ihren Ruhesitz, wie zahlreiche Villen belegen. In der Kaserne wurden Wohnungen eingerichtet. Auch während des Zweiten Weltkriegs zogen hier keine Soldaten ein. Für sie wurden neue Kasernen im Bereich des heutigen Regenstein-Wohngebietes gebaut. Bis Ende 2008 wurde die alte Schlosskaserne noch von einigen Familien bewohnt. Die Blankenburger Wohnungsgesellschaft verwaltete das Gebäude im Auftrag der Stadt. Zahlreiche Erneuerungen im Laufe der Jahre, vor allem nach der Wende, gestalteten das Ensemble wohnlicher. Die großen Räume wurden geteilt. Die über 4 Meter hohen Decken abgehängt. Auch eine Zentralheizung mit entsprechenden Heizkörpern wurde eingebaut und die Fenster erneuert. Bäder und Toiletten wurden teilweise modernisiert. Obwohl in unmittelbarer Nähe zu den barocken Gärten, waren es hier keine sehr attraktiven Wohnungen und immer mehr Mieter verließen den Komplex. Ende 2008 wohnten nur noch 8 von den einst rund 50 Familien im Gebäude. Auch diese zogen dann aus, weil hier ein neues Kur- und Tagungshotel des Borreliose-Zentrums entsteht. Während im Südflügel bereits die Entkernungsarbeiten begonnen haben, sind in den anderen Bereichen noch keine Handwerker. Industriebau Wernigerode koordiniert hier als Generalunternehmer die Arbeiten. Zwischenwände werden herausgerissen, die zusätzlich eingezogenen Decken und Einbauten entfernt. Auch was ursprünglich als Bad diente, wird entkernt. Es bleiben nur noch die massiven Wände stehen. Dann beginnt die Aufgabe des Neubaus. Kaum zu glauben, bereits Ende des Jahres sollen hier die ersten Patienten in einem Hotel mit 4-Sterne-Niveau begrüßt werden. Stadt Blankenburg, der Name des neuen Kur- und Tagungshotels. Der Unternehmer Hermann Kischke wird gemeinsam mit den Blankenburger Gesellschaftern Katina Ettlich und Thilo Reinsch das Zentrum, zu dem auch die alte Poliklinik und ein neues Fitness- und Gesundheitscenter zählen, betreiben. 11 Millionen Euro wird das Projekt kosten. 800.000 hat der Investor bereits vorgestreckt. Durch Fördergelder des Landes soll das Objekt mitfinanziert werden. Die Schlosskaserne wird 70 Zimmer mit entsprechenden Nasszellen erhalten. Bisher gibt es nur ein Borreliose-Zentrum in Deutschland, in Augsburg, in dem die von Zeckenbissen infizierten Patienten behandelt werden. Rund 30 Arbeitsplätze könnte nach der Inbetriebnahme des Zentrums hier in Blankenburg entstehen. Und auch die Innenstadt würde durch die Gäste neu belebt.